So, einen schönen guten Abend zusammen. Wir machen nochmal vielleicht ein Trading-Video. Ich habe es schon zwei, dreimal angesetzt. Es kam aber keine Signale. Ah, jetzt haben wir aber Glück. Oh, jetzt haben wir aber hier. Also, da legen wir mal los, ne? Also, wir haben jetzt hier Signale bekommen. Ich fange den Vorspann machen wir nachher. Ja. Gucken wir uns an. Hier haben wir 1,7. Wie gesagt, bei 60 Sekunden wird er aktualisieren und bei 15 Sekunden. Ja, haben wir jetzt hier Pfund Franken, den Pfund Dollar. Die beiden. Schön. Ja, würde ich spontan den Pfund Dollar bevorzugen, natürlich. Wir haben hier ein bisschen bessere Conditions. Boah, 56%, Alter. Was rauchen die denn hier? Jetzt haben wir aber etliche. Haben wir Euro Out noch? Out Franken. Gucken wir uns mal Euro Out an. So, wir gehen drauf. Ja, das mit den Renditen ist halt immer ärgerlich, diese Schwankerei. Ich habe das vorhin, jetzt mache ich den Vorspann, alles nämlich hier vorbereitet. Und die Kleinstassets, also mit den kleinsten Renditen, habe ich natürlich rausgelassen. Aber eine halbe Stunde später kann man das dann alles wieder im Grunde neu aufsetzen. Da muss man dann immer gucken. Ja? Entweder man haut sie sich alle rein und wenn halt ein Signal kommt im dementsprechenden Asset, lässt man es laufen. So, wir gehen hier auf 2 Minuten. Wir gehen auf den Euro Out. Dann machen wir mal unseren Chart Switch aus. 3, 2, 1. Tack. Der war jetzt blöd. Der war natürlich ein bisschen rückläufig. Naja, schauen wir mal. So, also wenn ihr euch fragt, wie wechsle ich hier das, das mache ich gar nicht mit der Maus, sondern das mache ich mit der Tastatur. Und zwar die links mit der linken Hand hier STRG gedrückt halten, dann Tabulator drücken. Ja, dann geht man quasi rückwärts. Und wenn man STRG und dann drüber die Taste, die Shift-Taste oder Großschreibtaste drückt, geht man wieder vorwärts. In andere Richtung. Also STRG, Shift. Mit dem Daumen runterdrücken und dann mit dem Zeigefinger oben die Tabulator-Taste. Ja, das ist hier mit dem Pfeil nach links und Pfeil nach rechts und so einem geraden. Links lieber Q. Ich muss es so explizit erklären. Ich hatte gestern auch jemand, der die einfachste Sache der Welt, den MQL5-Ordner dorthin ziehen, wo der andere MQL5-Ordner ist. Es steht sogar im Text dabei. Dann hat die gewisse Person es geschafft, den MQL5-Ordner in den MQL5-Ordner zu schieben und sich dann gewundert, warum nichts geht. Ja. Aber hab ihn lieb. Ich hab ihn lieb. So, auf jeden Fall, hier sind wir jetzt OTM im Moment. Da müssen wir mal abwarten, wie es sich entwickelt. Ja, ist ganz knapp. Es ist ganz fusselig heute auch. Ja. Also viel mit Erhöhung auch im Timeframe M5. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Deswegen, wir sind ja hier aber jetzt immer noch im Demo-Konto, weil, wie gesagt, da warte ich erstmal jetzt ab die Anfangszeit. So, der war aber im Geld. Ihr seht, hier haben wir eine rote Kerze, hier haben wir eine rote Kerze. Und dann die Firmengelder auf dem Firmenkonto. Ich weiß noch gar nicht, bei welchem Broker. Ich würde es ein bisschen austeilen. Oder mal gucken. Es gibt ja mehrere Partnerschaften. Und naja, das wird sich entwickeln, das wird sich zeigen, nicht heute, nicht morgen. Und naja, den haben wir jetzt im Geld geschlossen. Jetzt können wir auch den Chart-Switch wieder anmachen. Also entweder die Leertaste drücken oder anklicken. Oh, hier auch schön Geld. Auch schön. Der kommt jetzt erst.
Da sehen wir wieder mal, warum wir am besten die Dreier sind, ne? Und ja. Schön, jetzt haben wir mal einen Trade gemacht. Jetzt können wir auch mal auf der Website gucken. Ich wollte ja nochmal auf die Aktion hinweisen, die mit Pocket Option zusammenhängt und dem Currency Strange Indikator. Hier seht ihr das Pocket Option und Currency Strange Indikator Action, Action, Aktion. Und zwar, wenn ihr euch anmeldet über diesen Link, der hier drunter ist, hier oder hier ist sogar ein Feld jetzt mittlerweile. Entschuldigung. Ein Feld. Könnt ihr euch eintragen. Häkchen setzen, Sign up. Ja, ist genauso. Also hier auf der Website quasi direkt die Eintragung vornehmen. Ne? Und dann gibt es noch, nachdem dann halt das Konto geprüft ist, schickt ihr mir zu, steht ja hier alles. $50 entsprechen ungefähr 41, Batsch Euro. 41,18 im Moment. Bekommt ihr dann das System oder den zusätzlichen Indikator, der, wie gesagt, eine sehr das fehlende Puzzleteil sozusagen ist, ja, oder eines von vielen, wo man sich noch mal eine Entscheidung mitholen kann, ob man den Trade eingeht, wie viel Geld man setzt, wie ja, wie soll ich sagen, wie ich mein Trade mir halt manage, ne? Oder mein ganzes Trading. Ich sage, okay, das ist mir zu stark in die Gegenrichtung, da trade ich nicht. Oder hey, wir sind irgendwo an einem Pivot-Level und haben hier noch das quasi also die Anzeige, dass sie in die richtige Richtung ist, wie wir traden wollen. Und ja, sowieso vom Hauptsystem her haben wir quasi dann das Signal bekommen und ja, dann entscheiden wir uns für den Trade. So, würde gerne noch ein, zwei machen. Also ein auf jeden Fall. Gehe ich wieder mal auf Pause und wenn ein Signal kommt, bin ich natürlich sofort bei euch. So, jetzt geht's doch wieder rund. Hier sehen wir, wir haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit. Haben wir hier ein Footout. Auf jeden Fall schon mal. Da sehen wir, wir haben hier Buy, wir sind auf Buy, also nach oben. Ja, und traden auch in die Richtung. Das ist schon mal schön. Ja, jetzt haben wir wirklich nicht viel Zeit. Der sieht eigentlich auch ganz gut aus. Euro out auch. Wir bleiben jetzt aber erstmal hier. Fund out. Ah, 2 Minuten. Jetzt bin ich ein bisschen doof reingekommen. Naja. Das weiß man halt erst im Nachhinein. So. Läuft ein bisschen gegen uns. Naja, wir lassen erstmal laufen. Ich gehe auf Pause. Kommt gleich wieder. So, jetzt haben wir die letzten 25 Sekunden noch. Also wir haben gedreht ins Grüne. Ja. Und ich sehe auch, hier ist auch wieder rückläufig geworden. Also ich glaube, ich bin schon so lange auf den Beinen heute, um das irgendwie noch wirklich wahrzunehmen. Deswegen werde ich mich auch gleich Richtung Horizontale begeben. Wir sehen, dass der hier beim Roker viel mehr Bewegung im Moment hat als beim Metatrader. So. Auf jeden Fall haben wir den gewonnen. Wäre auch knapp gewonnen, ganz, ganz, ganz knapp. Ja. Aber ITM ist ITM. So. Jo. Gucken wir mal gerade durch. Sonst noch irgendeinen. Ich glaube nicht. Und ich habe auch keine Motivation mehr. Es tut mir leid, aber wir machen morgen wieder ein schönes Video. Ja. Und machen wir jetzt mal Schluss. Kurz und knapp haben wir dann hier auf keine 10 Minuten, dann doch noch mal 2 Trades erhaschen können. Gut, wir hören morgen mal voneinander und nächste Woche dann vielleicht machen wir mal was im Echtgeld, wenn es dann soweit ist. Hab mich auch bei diesem ADV Cash mal angemeldet. Ciao, ciao.